Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Ja, mit mir, eurem lieben Star Hero, wollen wir uns nun wieder in den Kampf stürzen. Beziehungsweise bevor wir aber das nächste Gebiet wollen, wollen wir erst mal gucken, was da hinten noch ist. Ich glaube, das war der Plan. Ja. Genau. Ja, so wollen wir tun. Ich den Weg finde. Mich an die Steuerung wieder gewöhne. Alles klar, so war laufen. Nein! Au! Okay, so kommen wir hierhin schon mal. Gut zu wissen. Scheiße. Nein. Ah, fick dich. Gut. Ja, ich bin das Zweihänder noch nicht gewohnt. Kam blitzschnell die Ausrede. Aber es ist leider wirklich so. Ich bin. Muss ich jetzt auch erstmal mal gucken, wie ich das mache. Mit dem Ding hier. Bis also die Steuerung habe ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Deswegen werde ich die nächsten Folgen sowieso sterben. Wie sonst was. Aber das Zweihänder ist so cool. Und ich mag Zweihänder. Und ich, eigentlich will ich es behalten. Also glaube ich, macht es, sobald ich es ein bisschen aufgerüstet habe, sowieso extrem Schaden. So, aber ich bin da doch schon rübergekommen. Pass auf, Kaufmann. Ja, eben. Ja. Okay. So ist der auch kein Problem mehr. Oh, und eine kleine Scherbe gedroppt. Super nice. Kann ich eigentlich gleich mal. Den hier auch noch holen, weil wir brauchen ja sowieso 1000 für die. Scherben. Ich eigentlich noch holen wollte. Aber jetzt habe ich ja eine Scherbe, oder? Warte mal, wie viele Scherben habe ich denn jetzt? Eine. Okay. Das heißt, ich muss mir mindestens noch eine so oder so holen. Okay. Haben genau, genau 1000 gekostet, deswegen jetzt nicht hoch zum Bogenschützen gehen. Jetzt aber nicht, dass ich wegen dem. Ne, wir sind mit dem Zweihänder drüber gekommen. Das weiß ich noch. Okay, nehmen wir einfach mal mehr Anlauf. Ha! Es lag zwar wahrscheinlich nicht am Anlauf, aber egal. Oh, yes, it's you. What is it? Still something you need, eh? Yes, ich hätte gern eine kleine Scherbe. So, und jetzt gucken wir mal, was hier unten noch war. Da war auf jeden Fall Loot und ein Schlangenwesen. Gucken wir, dass wir das Schlangenwesen irgendwie kaputt hauen. Au, nein.
Bitch. Sehr gut. Hat funktioniert. Und einen Käfigschlüssel haben wir dafür bekommen. Ah, okay. Alles klar, ein Käfig. Gehen wir jetzt zurück? Hm. Da war ja ein Typen, den wir befreien konnten. Aber die Frage ist, möchte ich mich jetzt nochmal zu den Weg zurückquälen? Okay. Wir gehen erstmal. Zum Lagerfeuer. Und gucken mal, ob wir nicht erstmal unser Schwert aufrüsten können. Denn 500 Seelen sollte das doch vielleicht sogar reichen, oder? So, nicht drüber fallen über die Kante. So. Waffe verstärken. Ha, 800 Seelen. Okay, da okay. Aber hier müsste doch um die Ecke. Nee, ups. Alter. Er schießt schon von da hinten auf uns. Ich glaube, es hackt. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Jetzt haben wir den Weg auch angefangen, jetzt gehen wir auch weiter. Das ist zwar vielleicht keine gute Idee, aber... ich glaube, so ist eigentlich die beste Taktik. Wenn ich das gut time mit dem von oben herab, dann sollte ich sie doch eigentlich down kriegen, bevor sie mir auf den Sack gehen. Hier nicht. Vor dir Abgrund. Gut, komme ich da durch? Ja, komme ich. So. Dann müssten wir hier doch schon... Halt, stopp. In welche Richtung bist du geschossen? In die, gut. Dann soll ich nochmal in die Richtung schießen. Ah, ein Braucher noch. Gut. Sehr gut. Hier müssten doch die Kerker gewesen sein, oder? Ich mich jetzt vertue. Nein, war richtig. Ha! Sehr cool. Oh, heavens. Thank you. I'm saved. And I have to resume my travels. But I must log a few things first, and I owe you a favor. I will return to Farlink Shrine. Speak with me there, so that I may impart my sorcery. Okay.
Die Seele eines Helden, okay. So, hier war... tolle Aussicht. Gut. Sehr gut, dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal abgehakt, das freut mich. So, und jetzt müssen wir nur noch... da wieder hochklettern. Geht natürlich nicht. Wäre ja sonst zu einfach. Ich packe es natürlich genau in die richtige Abteilung. Scheiße. Ne, wir warten lieber auf noch einen. Aber haben wir hier nicht von oben noch irgendwas gesehen gehabt? Los, komm noch runter. Das war knapp. Uah. Stirb halt einfach. Mal konnte ich mit dir nicht doch... okay, blocken kann ich. Müssen wir das mal ausprobieren bei Gelegenheit. Wenn ich keine Ausdauer mehr habe, dass ich vielleicht dann doch nochmal zum Blocken übergehe. Ich wollte da hinten nochmal kurz gucken gehen. Weil ich mich nochmal mit Robin unterhalten habe und er meinte, dass hier vielleicht irgendwo der Zügelritter sein könnte. Oder ich irre mich hier und bin hier komplett falsch. Laufen. Okay, ich habe es wenigstens überlebt. Sei denn, die nächste Kugel erwischt mich. Dann war das nicht hier. Okay, Robin meinte irgendwo hinter einer Steinkugel wäre der Zwiebelritter, der am Tor nicht mehr auf uns gewartet hatte. Dann war es hier nicht. Robin hat mich einfach angelogen. Das kann natürlich auch sein. Hier sind wir wieder hier. Okay. Hätte ja sein können, dass ich dich auch mit dem Kerkerschlüssel aufschließen könnte. So, hier ist definitiver Abgrund. Ah, okay. Hier ist die... da. Ah, okay. Da ist das, wo wir gerade den Schlüssel geholt haben.